Willkommen, willkommen zurück hier beim Herrn Nück und seiner Spielesammlung. Und es geht weiter, immer noch beim Buchstaben D. Heute das Ding. The Thing, das Ding aus einer anderen Welt. Von Black Label Games und Computer Artwork. Die sind leider pleite gegangen im Jahre 2003. Das Spiel selbst ist aus dem Jahre 2002. Und handelt von dem, oder Spiel, man kann die Geschichte des Filmes nachspielen. Der Film heißt Das Ding aus einer anderen Welt und der Film war von 82 und ist ein John Carpenter Film. Also John Carpenter war der Regisseur, der ist ja bekannt für so Horrorgeschichten. John Carpenter, Dracula, John Carpenters Dracula? Wes Craven. Ja, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, der hat viele solche Horror-Dinger gemacht. Ist ja auch egal. Jedenfalls spielt Kurt Russell mit. Und das reicht doch schon. Das ist doch Science-Fiction und gleichzeitig Horror. Und das Spiel ist der Ableger des Ganzen. Worum geht's? Eine amerikanische Forschungsstation mit 12 Wissenschaftlern in der Antarktis erhält überraschend Besuch von zwei panischen und schießwütigen Norwegern, die mit einem Hubschrauber und mit Gewehren bewaffnet einem Schlittenhund nachjagen. Sie folgen ihm schließlich zur amerikanischen Antarktisstation, wo sie einen der Forscher anschießen, da sie verzweifelt versuchen, den Hund zu töten. Vor lauter Hysterie sprengt einer der Norweger aus Versehen sich selbst mit dem Hubschrauber in die Luft. Es kommt zu einer Auseinandersetzung, in deren Verlauf der zweite norwegische Forscher in Notwehr erschossen wird. Eine Untersuchung der norwegischen Forschungsstation deckt auf, dass die ganze Station völlig zerstört wurde. Draußen im Schnee entdecken die Forscher außerdem einen verbrannten Leichnam, der die Form eines deformierten Menschen hat. Sie bringen die Leiche zwecks Untersuchung in die eigene Station. Ein Arzt stellt fest, dass die Organe der Leiche ganz normale menschliche Organe sind. Und somit liegt die Vermutung nahe, dass es sich bei dem Leichnam um einen Menschen handelt. Aber es findet sich keine Erklärung für die Deformation. Und so weiter und so fort. Und ich sag euch eins. Ich bin mir ganz sicher, ich habe jetzt nicht nachgeguckt, aber es gibt noch einen Film von 1953 oder sowas, schwarz-weiß. Und da heißt auch Das Ding aus einer anderen Welt. Und ich bin da auch, den habe ich als Kind gesehen. Da bin ich, da kam man auf ARD, hier, 20 Uhr, 22 Uhr nach dem Wort zum Sonntag. Wahnsinn. Ja, das Spiel. Ha, da sind wir ja wieder. Im Hintergrund läuft schon. Ihr seht, das ist ein wenig verzerrt. Das hat den Grund, weil ich es... ich konnte es mal aufnehmen in HD. Zumindest hier 720. Ich weiß aber nicht mal, wie es ging. Und irgendwie sind die Seiten gelöscht vom Widescreen Forum, wo man das einstellen konnte. Da konnte man sogar Full HD einstellen. Da sah es etwas besser aus. Ich lasse das jetzt so auf 1024 und skaliere das einfach hoch auf 1000 Blabla und schneide was weg. Es geht ja bloß um den Eindruck. Ihr könnt das selber spielen. Aber es geht... Definitiv, man kann das umstellen in der Config, ich weiß aber nicht mehr, wo sie ist und ich finde das jetzt irgendwie nicht mehr, weil ich meinen Rechner komplett neu gemacht habe. Ja, so ist das, das sind die Nachteile. Was steht hier auf der Packung? Wo der Film endet, beginnt der wahre Horror. Mit der Stimme von Manfred Lehmann. Wer kennt ihn nicht? Manfred Lehmann, der Horst aus Stirb langsam. In der Eiswüste der Antarktis hat eine mysteriöse Gestaltenwandel der außerirdische Lebensform einen kompletten amerikanischen Außenposten vernichtet. Sie sind Captain Blake, Führer eines militärischen Rettungsteams mit dem Auftrag, die Situation zu erkunden. Gefangen in den Minusgraden und infiziert von einem schrecklichen Feind, obliegt es ihnen. Bla, bla. Nutzen Sie die volle Feuerkraft von Sprengsätzen und Flammenwerfern gegen ihre Feinde. Kontrollieren und steuern sie den Gefühlszustand ihres Teams. Das Spiel ist ab 16. Sehe ich gerade. Bekämpfen sie die Angst mit psychologischen Tricks, um zu überleben. Erleben sie atemberaubende Spezialeffekte, die ihnen den Schauer über den Rücken laufen lassen. Für viele Probleme stehen verschiedene Lösungswege an.
Okay, ich würde jetzt mal sagen, wir rufen mal den technischen Kundendienst Sprachcomputer an. 7 Tage, 24 Stunden Hotline, Montag bis Freitag, 10 bis 19. Sprachcomputer 24 Stunden, 10 bis 19. Nicht schlecht. Ich sag mal euch die Nummer. Also Deutschland 06103. Da könnt ihr anrufen, wenn ihr mehr über das Spiel wissen wollt. 99 40 9 4 und die 0. Ja, wer hätte das gedacht? Das Ding-Spiel.de. Oh, das muss ich mal eingeben. Das sehe ich jetzt erst. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass das wirklich klappt. Das Ding. Minus-Spiel.de. So, das Ding aus. Nein. Ach, die ist schon lange. Ist schon lange weg vom Fenster. Ja, was steht denn noch hier auf der Packung? Ihr braucht auf jeden Fall Windows 98, ME 2000 oder XP im Pentium 2 400 MHz. Also ganz, ganz wichtig sind die 600 MB freier Festplattenspeicher. Ihr seht ja schon, wie es aussieht. Atemberaubende Spezialeffekte. Mir läuft es jetzt wirklich echt kalt den Rücken runter. Wer hätte das gedacht? Bitte verwechselt das nicht mit dem Film. Es gibt auch noch einen neuen Film. Da wurde das also 53, glaube ich, war das. 54, so in der Drehe, noch schwarz-weiß. Dann 82 mit Kurt Russell Crowe, ja, so der Typ, ja. Und dann gab es noch eine mit Mary Elizabeth Winstead. Der fing 2011, ich glaube, der ist so mäßig gewesen. So, was kostet denn die ganze Kacke hier? Das kostet für den PC 6,03 €. Okay, gebraucht könnt ihr das schon für einen Cent bekommen. Und das empfehle ich euch wirklich, weil es mir wirklich Spaß gemacht hat. Ich hatte auch noch, wo ist denn das Handbuch? Ach hier, ja, da gibt es sogar ein richtiges Handbuch dazu. Das hat sage und schreibe 28 Seiten. Als letzte steht Umtausch des Handbuches. Okay. Alles klar. Und hier ist wirklich noch Leuchtkörper, Feuerlöscher, Erste-Hilfe-Kästen, Bluttestspritzen, Adrenalinspritzen, Schlüssel, der gute alte Schlüssel. Sie öffnen verschlossene Türen. Ist es wahr? Interaktion mit Objekten und der Spielwelt. Also klingt eigentlich soweit ganz spannend. Und es gibt Charakterklassen. Und die Steuerung, naja gut, okay. Aber es ist das Mausrad schon mal. Es gibt den Soldaten, den Sanitäter und den Techniker. Und das Squad-Team. Man hat sogar ein Squad. Und gehe zu, Folge bleiben, Gruppe folgt. Mensch, mein lieber Scholli. Vertrauen. Es gibt sogar die Vertrauensfrage. Na, ob wir die hier gestellt bekommen, davon gehe ich mal aus. Ja, ihr werdet bestimmt denken, was labert der Lück, der Dumme. PlayStation 2 ist auch erschienen. Kostet Quantas 14,99 €, oh lala. Und die Xbox, die normale Xbox-Version, also die erste Xbox, die richtig mit dem X noch, kostet 17,99 €. Ja, da wisst ihr ja, was er hier bekommt. Jetzt habe ich natürlich wieder, dadurch, dass ich bei Amazon wieder draufgegangen bin, bekomme ich das natürlich als Empfehlung, obwohl ich es mir ja gekauft habe. Wann habe ich es mir denn eigentlich gekauft? Bin ich mir gar nicht mal so sicher. Ich habe mir es gekauft am 1. Februar 2011. Da könnt ihr mal sehen, da habe ich es gekauft. Granaten gibt's auch. Gut, dann machen wir uns mal rein ins Spiel. Zocken wir mal eine Runde. Das kann ganz, ganz schön aufregend werden hier. Viel Spaß damit. Und wieder ein Spiel aus der Spielesammlung vom Herrn Lück. Wie der Kollege schon sagte, mir friert der Arsch ab. Na, mir erst. Wir müssen hier rein. Und wir müssen irgendwie einen Schlüssel finden, oder? Bin mir da nicht so sicher. Muss hier nicht irgendwo ein Schlüssel sein? Irgendwo muss hier ein Schlüssel sein. Für diese Krankenstation. Oder? Wo ist denn meine... Achso, Missionsbeschreibung. Missionshandbuch. Achso, nee, das ist das. Wo gibt's denn die Objekte? T? Ah, das ist hinlegen. Gut. Okay. Dann gehen wir nochmal raus und schauen nochmal nach. Irgendwas muss doch hier sein. Ich weiß gar nicht mehr, was ich suchen soll. Da bin ich jetzt etwas überfragt. Wo kriege ich das raus? Guck dir mal das Pissoir an. War nicht schlecht, ne? Hier kommt man raus. Nee, hier kommt man nicht raus. Moment. Sanitäter, du bleibst schön in meiner Nähe.
wird es aber kalt. Ah, hier. Da ist ein Hubschrauber, guck mal. Vielleicht lässt sich hier irgendwas finden. Nee. Hier auch nichts. Und das ist wieder unser ganz normaler Gebäudekomplex. Jetzt sind wir eine Runde rum. Okay. Ah, hier ist der Zaun. Gut. Gehen wir mal noch ein Stückchen weiter. Oh, was ist denn hier? Eine Sollbruchstelle? Interessant. Aber so richtig passieren tut ja nichts, ne? Ah, doch, man kann hier runter. Oh. Wir haben was gefunden. So, kommt mal her. Hier kann man sich vielleicht... Oh, guck mal. Das kann man nicht. Ich verstecke dieses Band, wenn ich fertig bin. Oh. Für die Nachwelt, falls wir es nicht schaffen sollten. Der Sturm tobt jetzt schon seit 48 Stunden. Wow. Wir wissen immer noch nichts Genaues. Ach, und apropos, das ist ein Kassettenrekord gewesen. Dieses Ding zerfetzt anscheinend die Kleidung, wenn es dich übernimmt. Windows hat zerrissene Unterhosen gefunden. Leider ohne Namensschild. Keine Ahnung, wem die gehören. Wir sind müde. Und ich kann nichts machen. Nur warten. R.J. McReady, Helikopterpilot, US-Außenposten Nord 31. Na sowas. Okay. Wir haben aber zumindest schon mal eine Nachricht gefunden. Sehr interessant. Und was gibt's hier noch? Da hinten ist noch was. Da müssen wir hin. Ja! So, eine schöne Fackel. Was wollen wir denn mit der Fackel? Wie kann man denn die Fackel einfach eigentlich schießen? Walten denn? Okay, den geht's soweit ganz gut, den Jungs. Was ist das hier? Okay. Ah, guck mal! Ein Geheimgang. Oh, einen Feuerlöscher habe ich auch noch mitgenommen. Sehr gut. Geh mal aus dem Weg. Wo finde ich denn mein Missionsziel? Also, das war das. C ist es nicht. Das ist hinsetzen. Mission. Objekte. Ah, ich weiß nicht. Z, G, F. Beweismittel sammeln und Überlebende retten. Aktives Team am Leben halten. Aktiv. Ach so. Okay, Zugang verschaffen. Jetzt haben wir. Jetzt weiß ich, was ich machen soll. Also. Wieso sind die so langsam? Ah, okay. Steuerung ist langsam und schnell. Das heißt, wir gehen jetzt wieder hier hoch. Überlebende. Tja. Nee, hier waren wir da erst drin. Nee, hier waren wir nicht drin. Oh, guck mal. Verdammt, was? Verdammt, was? Was ist das? Verdammte Axt. Was kann das sein, Captain? Keine Ahnung. Scheißegal. Sieht nach einem UFO aus. Das Scheißding ist mir unheimlich. Ja, ja. Wir sind nicht allein im Universum, bla bla bla. Schaut rein und weiter geht's. Der ist ja echt rabiat, unser Captain. Oh, da ist ein Schlüssel. Das ist bestimmt der Schlüssel für. Das werden wir gleich sehen. Auf jeden Fall ist das ein Schlüssel. So. Interessant hier, oder? Kommt, Jungs. Wir gehen einfach. Follow me. Follow me. Wie sind wir mitten hier reingekommen? Ah, jetzt geht's wieder in die Kälte. Jetzt gehen wir hier hoch. Ah, guck. Wo ist das Gebäude? Scheiße, man sieht ja nichts. Man sieht ja nichts. Auf jeden Fall ist das eine Landebahn. Und hier drüben, was ist das? Aha, das ist der Tracker. Kann man den kann man nicht, den kann man nicht bewegen. Gut. Und hier die Tür, kommen wir jetzt rein? Ja, wir kommen rein. Zugang zum Krankenrevier abgeschlossen. Sehr schön. Oh oh, nicht gut. Nicht gut. Kann man hier irgendwas machen? Was kann man denn hier machen? Da ist eine Tür, guck mal. Halt, Schublade.
Das Virus hat die Fähigkeit, das Original einschließlich seiner Kleidung biologisch exakt zu replizieren. Ja, ein Replikator, wer hätte das gedacht? Erweitert, Verteilerkästen, Stromversorgung. Ich brauche einen Techniker. Okay. Ah, der Techniker macht das. Und wie geht diese... Wie geht... Aha. Der hat schon Licht gemacht. Sehr schön. Das ist unsere Waffe, alles klar. Gut, Techniker, dann wollen wir mal... Oh, Türen mit Codes. Das, oh, jetzt habe ich weggeklickt. Oh, noch ein Zettel. Da ist bestimmt der Code drauf. Infiziertes Wesen hat die Fähigkeit, sich zu teilen und trotzdem zu überleben. Jeder Teil agiert als unabhängiges Ganzes. Ganz schön viele Beweismittel hier. Oh, hier ist noch einer. Sollte ein infiziertes Wesen das Festland erreichen, würde im Laufe von ca. 72.000 Stunden die ganze Welt infiziert. Im Film waren es 27.000. Das sind etwas über 3 Jahre. So, dann haben wir das doch. Ah, da ist noch ein Zettel. Was haben wir denn hier? Coole Sache. Und hier noch ein Zettel. Obwohl der Kontakt zwischen mit einem infizierten Wesen nicht zwangsläufig zu einer Infektion führt, besteht doch eine Wahrscheinlichkeit zwischen 50% und 70%. So, gibt's ja noch einen Zettel. Liegt da noch irgendwo ein Zettel rum? Zettel, Zettel. Was ist denn jetzt hier mit der... Brauche ich einen Code oder was? Ich brauche einen Code! Was zum Teufel? Was zum Teufel was? Was hast du gesagt? Was hast du gesehen? Was wolltest du melden? Komm mal wieder raus mit. Jungs, hier lang? Ja? Und dann gehen wir wieder vor in unser kleines Häusel. Beweise sammeln, Beweise sammeln. Ich wäre noch bekloppt. So, da wo wir angefangen haben, da hören wir eigentlich schon wieder auf. So, okay. Ich finde keine Beweise. Aber bald! Ich dachte, ich kann mal noch ein Vieh schießen. Nee? Oh, wie niedlich. Ich habe mal einen Schuss gemacht, ja? Ich habe den Schuss nicht gehört. Das glaubst du doch kaum. So, okay. Also ihr Lieben, ihr habt einen kurzen Eindruck gekriegt vom Spiel. Das muss reichen. Bis dann. Ciao, tschüss. Herr Lück hatte Glück. Haha.